Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Emschen. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, der Konzern Emschen gehört zu den größten Biotechnologieunternehmen der Welt. Es werden zum Beispiel Medikamente gegen folgende Krankheiten produziert: Krebs, Blut- und Nierenkrankheiten, Rheuma und Diabetes. Die Firma wurde 1980 gegründet und beschäftigt ca. 20.000 Mitarbeiter. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium: Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also, die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 103 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt von mir einen vollen Punkt. Dann zum zweiten Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das trifft super Emschen, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 0,56 auf 6,4 US-Dollar je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium: Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also, in der Finanzkrise, da hat die Aktie sich sehr gut gehalten, vielleicht zu anderen Aktien, und hier nur ca. 32% hat verloren. Und damit gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Dann zum vierten Kriterium: Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier ist die Aktie sehr gut gelaufen, würde ich sagen, und hat nach aktuellem Stand ca. 270% zugelegt. Also wirklich eine starke Kursperformance, würde ich sagen. Und damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum fünften Kriterium: Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 bei 85%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 15%. Und das ist nicht so gut und daher vergebe ich hier 0 Punkte. Dann zum sechsten Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Und in 2019 gab es hier einen Gewinn je Aktie von 12,88 $ und der ist dann im letzten Jahr leicht zurückgegangen auf 12,31 $ je Aktie. Und für die Zukunft wird hier wieder ein Rückgang prognostiziert, zumindest für das Jahr 2021. Also so die aktuellen Analystenschätzungen, denn die liegen bei 9,73 $ je Aktie. Und deshalb gebe ich hier 0 Punkte. Dann zum letzten Kriterium: Liegt das aktuelle KGV 130 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2021 liegt bei 22 und damit unterhalb der 30er Marke, und damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis, und hier holt Emschen in meinem Sicherheitscheck insgesamt 5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten, und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. Dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Sicherheitscheck, und hier landet Emschen momentan mit den 5 erreichten Punkten auf dem 5. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste, die könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, dann analysiere ich jetzt noch, ob die Aktie denn aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder-Tool. Auch da findet ihr den Link unter dem Video, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Dieses nützliche Tool. Und was sehen wir jetzt hier? Zum einen mal den Kursverlauf der Aktie anhand der schwarzen Linie, und zwar circa von 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also Ende Oktober 2021. Und dann haben wir noch hier die gestrichene Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass die Aktie jetzt aktuell leicht unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest leicht unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum Fairnet bereinigt. Also der Kursverfall der letzten Wochen hat die Aktie dann so weit gebracht, dass die Aktie eben momentan zumindest leicht unterbewertet ist. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, und hier noch der Hinweis: Mein Check, der gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.